Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Temperaturen sinken so langsam. Wir haben Ende August, bald Anfang September. Und jetzt so der Endspurt, was langsam die Tomaten angeht, sinken die Temperaturen erstmal unter 10 Grad. Dann werden die Tomaten, die jetzt hier bei mir im Gewächshaus sind oder vielleicht auch draußen angebaut, im Topf, auf dem Balkon oder im Beet, nur noch sehr schlecht bis gar nicht mehr reif. Und ich möchte euch hier in dem Video einen Trick verraten, wie man ganz einfach jetzt die Reife der Tomaten beschleunigen kann, quasi den Turbo zünden kann im Endspurt, dass die Tomaten, ja, ihr jetzt hier noch sehen könnt, die grünen dranhängen, auch alle noch schön rot werden können und dass ihr die hier auch direkt dann von eurer Tomatenpflanze oder aus dem Gewächshaus ernten könnt. Was das für ein Trick ist, sage ich euch gleich. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen und vergesst auch nicht, hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Unterstützt mich damit wahnsinnig, um auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Hier kann man übrigens mal schön sehen, wie die Tomaten reifen an der Rispe. Sie reifen von innen, also von der Pflanze weg, nach außen. Hier könnt ihr sehen, am Ende sind sie noch ganz grün und hier, sage ich mal, alles, was bis da ist, das kann ich jetzt natürlich gleich schon ernten. Aber hier unten, da ist noch nichts reif, das dauert noch ein bisschen und das möchte ich jetzt beschleunigen. Das funktioniert am besten, wenn ich hier in meinem Gewächshaus das Reifegas Ethylen hinbekomme. Das sorgt dafür, dass die Tomaten schneller reifen, setzt den Reifungsprozess erstmal so richtig in Gang. Und wie kann man das machen? Entweder ich nehme Äpfel, aber was noch besser funktioniert, das sind tatsächlich richtig schön reife Bananen, denn die produzieren sehr, sehr viel Ethylen, dieses Reifegas. Und damit könnt ihr hier im Gewächshaus vor allem den Turbo zünden, denn hier sammelt sich das Reifegas natürlich auch ein, kann nicht entweichen, vor allem wenn man das Fenster zumacht und nachts vielleicht auch noch die Tür zumacht, indem man das einfach so ein bisschen geschlossen hält. Dann verspreche ich euch, geht das wahnsinnig schnell mit der Reife. Ihr könnt schon sehen, ich habe hier eine Banane einfach mal zwischen den Pflanzen aufgehängt und das werde ich jetzt machen, hier in dem Gewächshaus so, ja, 3, 4 Bananen. Und ihr könnt zugucken, wie schnell eure Tomaten reif werden, auch wenn die Temperaturen jetzt ein bisschen kälter werden. Aber so könnt ihr auf jeden Fall alles beschleunigen und müsst nicht nachher noch mühsam die Tomaten, ja, grün ernten und vielleicht dann irgendwo bei euch in der Wohnung im Keller nachreifen lassen. Wer das aber trotzdem machen möchte, dem kann ich hier auch nochmal ein Video verlinken, wie man Tomaten nachreifen lässt. Das funktioniert auch. Vielleicht auch noch ein ganz interessanter Hinweis für die, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, im Gewächshaus das Ganze zu beschleunigen. Ihr könnt es natürlich auch draußen machen. Einfach eine reife Banane oder einen Apfel im Bereich der Tomatenpflanzen positionieren und dann beschleunigt ihr auf jeden Fall den Reifungsprozess und dann sollte das in den meisten Fällen natürlich auch noch rechtzeitig klappen. Und eine Sache noch, die auch jetzt helfen kann, die Tomate oder die Tomatenpflanze soll ja jetzt die Energie in die Tomaten hier reinsetzen, dass die schnell reif werden. Das kann sie natürlich nicht, wenn sie noch sehr viel Pflanze und Blattgrün mit versorgen soll. Deshalb macht es auf jeden Fall erstmal Sinn, die Tomatenpflanze auch zu kappen. Schaut mal, hier ist auch eine Blüte dran. Das Ganze bringt jetzt natürlich gar nichts mehr, denn aus der Blüte wird sich jetzt innerhalb der kurzen Zeit keine reife Tomate mehr entwickeln. Das heißt, wir müssen einfach froh sein, das, was wir jetzt haben, dass wir das dann am Ende noch reif kriegen. Jetzt habe ich leider den Fehler gemacht, dass ich hier beim Abschneiden der Spitze mein Band zum Hochbinden mit durchgeschnitten habe. Das lasse ich auch im Video. Bei mir ist alles echt. Das wird gleich nochmal zusammengebunden. Den Faden habe ich hier noch. Und ihr könnt natürlich auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, alle überschüssigen Blätter entfernen. Das ist auch ganz wichtig. Ich gehe da mal sehr radikal vor. Das heißt, ich kürze die Triebe ein. Ich schneide jetzt nicht alle Blätter weg, aber auch unter dem Fruchtstand. Die Blätter, die unter dem letzten Fruchtstand sind, werden bei mir komplett entfernt. Die brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, dass wir die Tomaten, die wir an der Pflanze dran haben, reif bekommen. Ja, meine Tomatenpflanzen sind jetzt alle ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, das braucht es jetzt nicht mehr. Ich werde das auch hier bei meinen kleinen Pflaumentomaten noch machen, da zurückschneiden, vor allem auch alles, was Blüte ist, kann jetzt weg. Ich will es einfach beschleunigen und das, was ich halt dran habe an der Pflanze, soll reif werden. Ja, aber am besten funktioniert tatsächlich der Trick mit Bananen. Wer jetzt keine Bananen hat, ihr könnt auch, wie gesagt, gern Äpfel nehmen, das funktioniert auch. Aber mit Bananen, entweder vor allem, wenn sie reif sind, geht es noch etwas schneller. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich hier sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gern meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.